Hallo zusammen, ich bin hier an der Aventur Sauzeit in Friedrichshafen. Hier unser Messestand mit Kühlboxen, Schränken, vorne ein paar Batterien am Boden und hier ein Solarpanel. Das ist ein 200 Watt Solartasche, kann ich zusammenfalten. Und sie läuft auf 24 Volt. Ich kann die Solartasche so zusammenfalten. Hier so zusammen. So und hier dann einstecken. Und auf der Rückseite habe ich diese Tasche mit dem Stecker. Den lasse ich im Fahrzeug montiert. Die Tasche kann ich zumachen. Ich kann natürlich auch das Kabel hier drin versorgen. Das Kabel geht hier auf die Batterie. Wir haben einen MPTT-Regler. Den braucht es, weil ich ja 24 Volt bringe, beziehungsweise Leerlauf 36 Volt. Durch das kann ich auch ein dünnes Kabel verwenden, weil ich den halben Strom habe und dann mit einer Sicherung direkt auf die Batterie. Das zweite, was hier weggeht, ist diese Kühlbox hier und die hat bis heute 60% aus der Batterie. Diese 60% kamen, hat die Box jetzt gebraucht, sie läuft nur als Kühlbox, obwohl ich hier ein Tiefkühlteil hätte. Hat 75 Liter, zwei Temperaturzonen, beide einzeln einstellbar und die läuft jetzt seit Donnerstag eingestellt. Und jetzt hat sie 60 Amperestunden gebraucht bis Sonntagmorgen, ich sag mal irgendwo 10 Uhr. Die Messe beginnt jetzt, der letzte Tag, heute Abend wird wieder zusammengeräumt. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Hier verlinke ich euch diese Truhe und hier unten das Solarpanel und hier die Batterie mit der Anzeige oben drin. Neu ohne Bluetooth, sondern hier diese Anzeige, die dann zeigt, was die Batterie hat oder kann oder wie voll das ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.